Ja, guten Tag. Willkommen zur Vorlesung Algorithmen 1. Gut, lassen Sie uns beginnen, wie üblich, mit einem Rückblick auf die letzte Vorlesung. Das sind heute nur zwei Tage, seit letzten Montag. Was hatten wir uns da angeschaut? Da hatten wir relativ viele verschiedene Punkte auf dem Programm. Wir hatten uns einerseits das Master-Theorem angeschaut. Master-Theorem, das dazu dient, die amortisierte Laufzeit für rekursive Algorithmen zu berechnen, die einem bestimmten Schema genügen. Da hatten wir so ein Pattern dann aufgestellt mit vier Konstanten A, B, C, D, die Laufzeit für den Basisfall und bestimmte Eigenschaften für den rekursiven Fall ausgedrückt haben. Und in den Fällen, in denen dieses Muster passt, konnten wir eben dieses Master-Theorem anwenden und damit berechnen, was die Gesamtlaufzeit des rekursiven Algorithmus ist. Dann haben wir uns einem weiteren Thema zugewendet. Wir haben kurz uns mit Graphen beschäftigt, die grundlegenden Begriffe, was ist überhaupt ein Graph, und uns einen einfachen Algorithmus auf Graphen angeschaut, die Erkennung, ob es sich bei einem Graph um einen gerichteten azyklischen Graphen handelt. Also die Hauptaufgabe war dabei eben zu erkennen, ob ein Graph einen Zyklus enthält oder nicht. Und dazu hat man eben einen Algorithmus, der schrittweise den Graph reduziert hat, indem er Knoten und Kanten gelöscht hat, anfangend von Ausgangsgrad 0 eines Knotens und die Knoten eben Schritt für Schritt gelöscht. Das war das, was wir uns zu Graphen angeschaut hatten. Dann hatten wir ganz kurz was zu den Komplexitätsklassen P und NP. Also P, die Probleme, die sich in polynomieller Zeit lösen lassen, und NP, die Probleme, die sich nur von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit lösen lassen und die eben auf einem typischen Rechner dann exponentielle Laufzeit benötigen. Und dann hatten wir damit begonnen, uns grundlegende Datenstrukturen für Folgen anzuschauen. Also zum Beispiel für Zahlenfolgen oder für Folgen von beliebigen Objekten, mit denen Sie umgehen wollen. Und da werden wir heute fortsetzen in der Vorlesung. Also es geht nochmal um Folgen und verschiedene Datenstrukturen, die wir für solche Folgen verwenden können. Wenn Sie jetzt an so eine gängige Programmiersprache denken, dann gibt es da im Normalfall schon diese Datenstrukturen für Folgen in der Programmiersprache. Also Sie haben typischerweise in Java zum Beispiel Datenstrukturen für Listen. Sie haben Datenstrukturen für Arrays zum Beispiel oder noch andere Darstellungen, sodass man sich fragen kann, ja, wozu betrachten wir das überhaupt noch in der Algorithmenvorlesung, weil es ja im Grunde genommen schon in den Bibliotheken ihre Algorithmen gegeben haben und das alles schon implementiert vorfinden. Und wahrscheinlich auch, weil das ja so verbreitete Bibliotheken sind, eben von Leuten das implementiert worden ist, die auch wissen, wie man das effizient macht. Das heißt, da haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon sehr gute Algorithmen implementiert. Also warum betrachten wir das Ganze dann überhaupt nochmal? Also man kann vielleicht einerseits sagen, ja, also auch wenn das da schon implementiert ist, ist es trotzdem wichtig zu verstehen, wie das implementiert ist genau. Vielleicht müssen Sie selber auch mal, vielleicht auch für eine neue Programmiersprache, eine entsprechende Algorithmenbibliothek erstellen, die auch mit solchen Basisdatenstrukturen umgehen kann. Das wäre die eine Sache. Aber was noch viel häufiger der Fall ist, dass Sie selber diese Datenstrukturen einfach einsetzen in ihren Programmen. Also diese Basisdatenstrukturen für Listen, Arrays, die tauchen üblicherweise in komplexeren Datenstrukturen immer wieder auf. Und die Frage ist dann, wenn Sie jetzt so eine bestimmte Datenstruktur verwenden, welche sollen Sie denn verwenden? Also Sie haben dann eben für eine Sequenz eben verschiedene Möglichkeiten und Sie müssen sich dann entscheiden, was ist die Datenstruktur, die ich verwende, die in meinem Programm dann die beste Effizienz ergibt? Und um das beurteilen zu können, welche Datenstruktur Ihnen die beste Effizienz gibt, benötigen Sie eben auch dieses Hintergrundwissen, wie die Datenstrukturen aufgebaut sind und was die Komplexitäten der verschiedenen Operationen sind. Also sonst kann es eben leicht passieren, dass ein Algorithmus, wenn Sie eine schlechte Datenstruktur gewählt haben, statt einer Laufzeit von O von N, die vielleicht möglich wäre, auf einmal eine Laufzeit von O von N Quadrat hat und dann eben die Performance Ihres Programms, das Sie entwickeln, nicht so ist, wie sie sein sollte auf großen Daten. Also deshalb ist es wichtig, auch diese grundlegenden Datenstrukturen zu kennen, zu wissen, wie sie implementiert sind und was die Komplexität der einzelnen Operationen auf diesen Datenstrukturen ist.
Gut. Wir hatten uns dann schon kurz diese Liste hier angeschaut von typischen Operationen, die Sie auf solchen Datenstrukturen für Felder definiert haben. Das sind Einfüge-Löschoperationen und also Modifikationsoperationen auf Ihren Datenstrukturen und was vielleicht ansonsten noch die wichtigste ist, sind Suchoperationen. Gut, das schauen wir uns dann am Ende nochmal an, wenn wir uns verschiedene Datenstrukturen etwas ausführlicher betrachtet haben. Begonnen hatten wir dann schon in der letzten Vorlesung mit den verketteten Listen. Und was hatten wir da? Bei verketteten Listen ist eigentlich das Typische, dass sie jeweils ein einzelnes Element in einen Block praktisch reinpacken, in ein sogenanntes Item dann. Und die verschiedenen Items werden dann über Pointer oder Referenzen dann miteinander verknüpft und ergeben dadurch die Liste. Also so wie es hier auf der rechten Seite jetzt dargestellt ist, sehen Sie, Sie haben hier so ein Item, also so ein, das, was hier durch so ein Kästchen angezeigt ist. In jedem Item ist ein Element gespeichert und es gibt dann eben die Zeiger auf vorhergehendes und nachfolgendes Element. Dann haben wir uns diese Invariante angeschaut, dass man eben die bei einer doppelt verketteten Liste die Eigenschaft haben möchte, dass wenn wir einmal zum nächsten Element gehen, dann wieder zum vorhergehenden Element, dass wir dann wieder beim aktuellen Element rauskommen und genauso, wenn wir einen Schritt zurück machen und wieder einen Schritt vorwärts, dann wollen wir auch wieder beim aktuellen Element sein. Also das ist eine ganz grundlegende Eigenschaft von den Listen, die eben immer erfüllt sein sollte, wenn die Datenstruktur korrekt aufgebaut ist und die wir eben deshalb auch hier als Invariante angegeben haben. Das ist, wie gesagt, eine Datenstruktur-Invariante, anders als so eine Schleifen-Invariante, wie zum Beispiel wir sie in vorhergehenden Vorlesungen schon gehört hatten. Und es kann zum Teil auch sinnvoll sein, solche Invarianten zu formulieren und automatisiert zu prüfen. Also wenn Sie wirklich mit sehr komplexen Datenstrukturen arbeiten, also vielleicht mit irgendwelchen verschachtelten Datenstrukturen, die gleichzeitig einen Baum und eine Listendatenstruktur darstellen, dann kann das relativ schwierig sein, diese Operationen darauf wirklich korrekt hinzubekommen. Und was dann helfen kann, wenn Sie sowas implementieren, ist, dass Sie sich eine solche Datenstruktur-Invariante überlegen, also wie zum Beispiel die hier angegeben ist. Und die können Sie dann auch in einer Testfunktion dann wirklich implementieren. Also Sie schreiben einfach eine Funktion Test-Invariant, die dann eben prüft, wenn die aufgerufen wird, ob diese Invariante auf Ihrer Datenstruktur erfüllt ist. Und das kann Ihnen dann eben dienen, bei etwas komplizierteren Datenstrukturen festzustellen, ob sie wirklich korrekt aufgebaut wurden und ob Ihre Operationen, die Sie darauf definiert haben, eben so arbeiten wie gewünscht. Also das ist was zum Teil auch in der Praxis gemacht wird, dass man wirklich solche Datenstruktur-Invarianten angibt und die dann eben als Testfälle zum Beispiel definiert oder unter Umständen auch mit Hilfe von Verifikationstools dann zeigt, dass diese Invariante eben garantiert eingehalten ist bei jeder Operation, die Sie auf Ihrer Datenstruktur durchführen. Dann hatten wir uns letztes Mal auch noch angeschaut, wie sieht denn das aus mit dem Vorgänger des ersten Listenelements und Nachfolger des letzten Listenelements. Und eine Möglichkeit wäre eben, dass man da zum Beispiel einfach 0 drin abspeichert, also 0 Pointer. Oder eine Nullreferenz, dann wäre allerdings die Invariante nicht mehr direkt eingehalten und man müsste die entsprechend modifizieren. Also man bräuchte dann in der Invariante die Fallunterscheidung, ob es sich um Anfang oder Ende der Liste handelt. Da hat man dann eben eine Sonderbehandlung. Und wir haben dann festgestellt, das braucht man unter Umständen oder braucht man eigentlich gar nicht, sondern wir können mit einem kleinen Trick garantieren, dass die Invariante auch für das erste und das letzte Element der Liste erfüllt ist. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach ein zusätzliches Listenelement dazugefügt, den sogenannten Dummy-Header. Also das erste Listenelement war eins, in dem wir eigentlich gar keine Daten ablegen wollten, sondern wo wir einfach irgendein beliebiges Symbol, also hier dieses Bottom-Symbol für undefiniert hier mal reingeschrieben haben. Also dieses Listenelement soll nicht verwendet werden, um Daten abzulegen, sondern dient einfach nur dazu, um die Invariante immer einhalten zu können.
Gut, und wir werden noch jetzt gleich sehen, dann, wie, was uns dieses Element hilft. Also jetzt erstmal sehen wir, wir haben damit, wenn wir dieses Element einfügen und die Liste dann auch zyklisch schließen, also der Pointer, der hier jetzt auf das Vorhergänger-Element zeigt, der würde dann eben hier hinten auf das letzte Element der Liste zeigen und wir hätten durch diesen zyklischen Abschluss und das Einfügen des Dummy-Elements eben garantiert, dass die Invariante immer erfüllt ist. Okay, also wenn wir hier zum Beispiel diese Liste ABC hätten, dann hätten wir eben vorne nochmal dieses Element, was letztendlich gar keine Rolle spielt oder nicht zu unserer Sequenz dazugehört und eben diesen zyklischen Abschluss. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an in Pseudocode, wie jetzt bestimmte einfache Operationen auf diesen Listen dann aussehen können. Also wie sieht unser Pseudocode aus? Wir wollen eine Klasse schreiben für eine Liste und die Elemente, die wir in der Liste speichern wollen, sollen eben den Typ Element haben. Also wir haben eine List of Element und in dieser Liste gibt es dann eben diese Items, wobei jedes Item eben genau ein Element abspeichert. Okay, dann müssen wir auch irgendwo wissen, wo denn jetzt unser erstes oder wo unsere Liste überhaupt abgelegt ist im Speicher. Und dazu gibt es dann hier diesen, also eine Funktion head, die uns eben den Zeiger auf das erste Listenelement zurückliefert oder die Referenz auf das erste Listenelement. Und also hier steht dran als Implementierung, also das soll einfach die Adresse von H zurückliefern. Und was ist H? H wäre dann ein Element, das sobald wir die Liste oder so ein Listenobjekt erstellen, dann eben initialisiert wird auf eben dieses Dummy-Element. Also wir haben noch gar keinen wirklichen Eintrag in der Liste gespeichert, sondern einfach diesen einen Item, der eben dann das Dummy-Element ist und die leere Liste repräsentiert. Und in diesem Item haben wir dann eben die Zeiger für Vorgängerelement und für Nachfolgerelement, die jeweils eben head sind. Also man könnte es auch, also in typischerweise in der Programmiersprache wie Java wäre das einfach dann das gleiche wie das H. Hier ist es so, dass wir noch etwas trennen, also hier ist es die Adresse von H, die wir mit head bezeichnen. Okay, also damit haben wir dann unsere Liste auf eine leere Liste initialisiert oder auf eine leere Sequenz und die Datenstruktur sieht dann so aus, wie hier rechts abgebildet, eben mit diesem zyklischen Abschluss und dieser Liste, die dann nur einen Item enthält, der eben das Dummy-Element darstellt. Gut, also das ist jetzt soweit die Initialisierung, wie unsere Datenstruktur aussieht, wenn wir praktisch ein neues Listenobjekt anlegen wollen, dann ist das diese Liste mit einem Dummy-Element und wenn wir jetzt verschiedene einfache Operationen darauf durchführen wollen, zum Beispiel prüfen, ob die Liste leer ist. Also haben wir hier eine Funktion isEmpty, die eben 0, 1 zurückliefern soll, also einen boolschen Wert. 0 dafür, dass die Liste nicht leer ist, 1, dass sie leer ist. Wie können wir das bestimmen? Sehr einfach, wir prüfen einfach, ob der NextPointer das gleiche ist wie unser aktuelles Element, also H, was ja unser Header-Element ist, das nächste Element davon, wenn das auch wieder Head ist, dann ist es die leere Liste. Dann haben wir einfach nur den Zustand, wie wir mit dem Konstruktor praktisch erzeugt haben, dass wir nur das Dummy-Element haben, können wir dann leicht prüfen. Um das erste und das letzte Element zu bekommen von der Liste, das ist jetzt damit auch sehr einfach. Also wir haben hier noch eine Assertion, das ist First und Last, das kann natürlich nur Ergebnisse sinnvolle zurückliefern, wenn die Liste nicht leer ist. Also ist das hier so gemacht, dass man das mit einer Assertion sicherstellt. Im Programmcode könnte man dann eben sich überlegen, was man macht, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wenn Sie das eben in der gängigen Programmiersprache implementieren. Da könnte man entweder auch eine Assertion nehmen, die dann eben zur Laufzeit zu einem Fehler führt, oder Sie könnten eine Exception auslösen, oder Sie könnten einfach irgendeinen Wert zurückgeben, der Ihnen sagt, dass dieses First-Element nicht vorhanden ist, also zum Beispiel ein 0 oder was Ihnen da eben zur Verfügung steht. Gut, dann was macht das First? Also nachdem es geprüft hat, dass die Liste nicht leer ist, dann geben wir h.next zurück.
Und warum das? Weil eben unser Header zeigt auf das Dummy-Element und das wirkliche erste Element in unserer Liste ist eben das, was dann von dem Dummy-Element als nächstes erreichbar ist. Also hNext wäre dann unser wirkliches erstes Element. Und eben analog für Last, dadurch, dass wir ja diese Liste zyklisch geschlossen haben, können wir auch sehr einfach an das letzte Element der Liste kommen, indem wir einfach von dem Dummy-Header einen Schritt zurückgehen über Previous und dann automatisch am letzten Element der Liste ankommen. Also da sehen wir auch, das hat dieses zyklische Abschließen der Liste hat hier den Vorteil, dass wir, um zum letzten Element zu kommen, nicht die ganze Liste von vorne Schritt für Schritt durchlaufen müssen, sondern dass wir eben mit einem Schritt vom Dummy-Header aus einen Schritt zurückgehen, automatisch am letzten Element der Liste angekommen sind. Okay, also das geht alles relativ gut. Gut, jetzt gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Operationen, die wir auf so einer Liste durchführen möchten. Zum Beispiel das Löschen von Elementen oder Einfügen von Elementen, zum Beispiel am Start, am Ende oder irgendwo in der Mitte der Operation, die wir jetzt alle der Reihe nach definieren könnten. Aber wir gehen jetzt einen etwas anderen Weg hier und wollen eine etwas komplexere Operation definieren, die es uns erlaubt, die ganzen anderen Operationen wie Löschen oder Einfügen an bestimmten Stellen mit Hilfe von dieser Operation dann auszudrücken. Und diese etwas komplexere Basisoperation, die hat den Namen Splice. Also die schneidet und die Semantik dieser Splice-Operation ist, dass sie aus unserer Liste ein Stück oder aus unserer Sequenz ein Stück rausschneidet. Also wir haben ein Startelement gegeben, wir haben ein Endelement gegeben, von dem Bereich, den wir rausschneiden wollen. Und dieser Bereich soll eben dann rausgenommen werden an dieser Stelle und wieder an einer anderen Stelle eingefügt. Also ist, wie gesagt, eine relativ komplexe Operation, die gleichzeitig Elemente oder einen Bereich aus der Liste entfernen kann und diesen Bereich an einer anderen Stelle wieder einfügen. Und dadurch, dass wir das eben jetzt als diese eine komplexe Operation haben, sehen Sie schon, also die löscht was raus, schneidet Dinge raus aus der Liste, entfernt Elemente, fügt sie wieder ein, dann ist schon ein bisschen absehbar, dass diese Operation eben auch dazu verwendet werden kann, dann später, um eben Einfüge- und Löschoperationen auszudrücken. Und gleichzeitig haben wir mal ein bisschen mit einer komplizierteren Funktion eben zu tun, wo es vielleicht nicht ganz so trivial ist, diese Funktion richtig zu implementieren. Gut, also schauen wir uns mal im Detail an, was macht diese Funktion. Diese Splice-Funktion, die nimmt drei solche Pointer auf Items, also oder Handle hatten wir die ja genannt auf der letzten Folie in unserem Pseudocode, die A, B und T heißen sollen. Und was soll die jetzt machen? Sie soll den Bereich von den Items A bis B ausschneiden und nach dem Item, auf das T zeigt, wieder einfügen. Okay, also schauen wir uns das hier oben mal an. Hier in der ersten Zeile haben wir so eine Situation, wie sie vor dem Löschen aussehen kann. Wir haben hier unsere Items A, B und die sollen ja rausgenommen werden, also dieser Bereich zwischen A und B soll rausgenommen werden. Und dann haben wir noch als Vorgänger von A eben das A' und als Nachfolger von B das B'. Genau, und dieses soll dann wieder später eingefügt werden an der anderen Stelle. Aber jetzt betrachten wir erstmal das Ausschneiden. Was müssen wir tun, um diesen Bereich auszuschneiden? Also Sie sehen hier oben haben wir eben diese Pointer zwischen den einzelnen Items, so wie es eben die Liste erfordert. Und wir müssen uns jetzt bei dieser Operation überlegen, wie verändern wir die Pointer zwischen den Elementen, sodass eben der Bereich A bis B rausgelöscht ist. Und das Ergebnis, das sehen wir schon drunter, wie das danach dann aussehen soll. Oder Sie können sich das auch, dieses T bezieht sich auf das, was weiter unten kommt. Also hier oben, das wäre unser A' wieder. Hier hätten wir unser B'. Und was müssen wir machen? Also wir müssen, wenn wir den Bereich AB rausnehmen, eben von A' dann diesen Pointer umbiegen, sodass der auf unser B' zeigt und genauso auf dem Rückweg eben, dass unser B', der Vorgängerpointer, auf unser A' zeigt. Okay. Und wie machen wir das? Wir haben ja erstmal nur die Pointer von A und B gegeben, also müssen wir, um zum Beispiel diesen
Pointer von A' nach B' hinzubekommen, müssen wir von A einen Schritt zurückgehen und dann dort eben eintragen in diesem Vorgänger von A den Zeiger auf B'. Und das ist genau das, was hier passiert. Also wir schauen uns erstmal an, was ist das Vorgänger-Item zu A. Das ist A-Previous, das speichern wir in A' ab. Dann schauen wir, was ist der Nachfolger von B. Das ist B-Next, den speichern wir in B' ab. Und dann verändern wir eben die beiden Pointer, dass wir in A' den Next-Zeiger auf B' setzen und in B' den Vorgängerzeiger auf A'. Damit haben wir dann eben diese Situation erreicht, wie sie hier rechts dargestellt ist. Also das ist ein Schritt, mit dem wir den ganzen Bereich A, B herausnehmen können. Und jetzt der zweite Schritt von dieser Splice-Operation wäre eben, den wieder einzufügen an der anderen Stelle, an der Stelle T. Also nehmen wir an, hier haben wir die Stelle T, also diese Situation betrachten wir jetzt, die wir hier haben. Wir haben irgendwo ein Item T oder T, ein Zeiger auf dieses Item. Denn bevor wir das einfügen, ist es so, dass das T eben einen Nachfolger hat, T'. Das heißt, hier ist dieser Nachfolger eingetragen, T' hat T natürlich dann als Vorgänger. Und wir müssen jetzt zwischen diesem T und T' eben diesen Block AB einfügen. Und ja, was machen wir dazu? Wir verändern erstmal hier diese Zeiger in unserem Element A, also hier, und in unserem Element B, dass wir hier die Vor- und Nachgänger schon mal richtig eintragen. Also in unserem Fragment AB werden die Vorgänger und Nachfolger richtig gesetzt. Vorgänger eben das T, Nachfolger von dem letzten Element das T'. Und dann müssen wir im letzten Schritt noch diese falschen Pointer noch in den Listen-Items T und T' noch entsprechend anpassen, dass die eben auch auf Anfangs- und Endstück unserer gerade eingefügten Teilsequenz zeigen. Also wie machen wir das? Erstmal das T haben wir gegeben, dann müssen wir den Nachfolger uns bestimmen, dass dieses T', das einfach das nächste Element ist, weil wir zwischen T und T' ja unseren Bereich einfügen wollen. Dann haben wir das Einfügen wie hier oben, dass wir innerhalb von unserer Sequenz AB die entsprechenden Pointer richtig setzen. Also B next T', A previous Element für T. Also A previous, das ist dieser Pointer hier, den wir damit setzen. Und dann werden in den äußeren Elementen T und T' noch die Zeiger richtig gesetzt. Also T next, das wäre dieser Zeiger, der hier nach rechts gezeigt hat, bis hierhin. Der wird ersetzt eben durch einen Zeiger auf das Anfangsstück und genauso dann T'-Previous auf B. Gut, also Sie sehen auch, also diese Operationen, wenn Sie die versuchen, ohne eine grafische Darstellung zu machen, kann das etwas nicht ganz so einfach sein, ein bisschen haarig. Also wenn Sie einfach nur den Programmcode jetzt hier runterschreiben müssen, das kann leicht zu kleineren Fehlern führen, dass Sie vielleicht mal statt A ein A' hinschreiben oder statt Previous und Next. Und da ist es häufig wirklich hilfreich, sich das so grafisch zu visualisieren. Wie sieht denn meine Datenstruktur aus und wie muss ich die Pointer eben entsprechend verändern, dass die richtige Datenstruktur rauskommt? Okay. Gut, also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt eine Operation hier, die etwas komplexer war, diese Splice-Operation, und mit der man eben gleichzeitig Elemente löschen und wieder einfügen kann. Ja, schauen wir nochmal. Also, ich glaube, dieser Strich, das ist etwas, was ich aus Versehen mit meinem Stift hier gemalt hatte. Also das ist einfach, da ist kein Strich, sondern das wird einfach auf T gesetzt. Aber das stimmt, mit T' hätte man schon so einen Fehler, den man leicht eben beim Programmieren machen kann, dass man da, oder vielleicht auch mit Copy-Paste, einfach dann einen T' dastehen hat und dann stimmt es eben schon nicht mehr. Und genau, also mit T ist richtig. Aber danke für die Anmerkung. Gibt es, wenn wir gerade schon dabei sind, sonst noch irgendwie Fragen zu diesem Splice-Algorithmus oder ist der soweit klar? Nee, keine Fragen. Dann schauen wir uns vielleicht noch kurz an einem Beispiel an. Also wenn wir jetzt so eine Sequenz nochmal uns darstellen von 1 bis 10 und in dieser Sequenz wollen wir den Bereich von A bis B, also diesen Bereich hier ausschneiden und einfügen irgendwo anders. Und Sie sehen auch schon, hier ist es so, dass wir den Bereich jetzt nicht mal in dieselbe Liste einfügen, sondern einfach in einer ganz anderen Liste den Bereich einfügen. Also wir können damit auch
Bereiche von einem Listenobjekt in ein anderes Listenobjekt kopieren. Also hier haben wir noch eine zweite Liste und in dieser Liste wollen wir nach dem T, also hier nach dem UVW, unseren Bereich einfügen. Und was dann eben diese Splice-Operation macht, sie schneidet vorne das 5, 6, 7, 8 aus. Dann ist es eben das, was wir hier sehen, die resultierende Liste. Sie fügt es entsprechend nach dem T ein und wir haben dann eben diese zwei Sequenzen, die oben angegeben waren, modifiziert zu den beiden Sequenzen, die jetzt hier unten drin stehen. Okay, also Splice ausschneiden, einfügen und das Einfügen muss nicht mal in derselben Liste sein, sondern kann auch in einer anderen Liste erfolgen. Okay, und wie ich schon angekündigt hatte, wenn wir diese Splice-Operation haben, die haben wir jetzt auf der letzten Folie schon implementiert, können wir damit eine ganze Reihe von anderen Operationen einfach ausdrücken. Zum Beispiel, wenn wir ein Element B verschieben wollen, sodass das statt an der Stelle, wo es gerade steht, nach A' stehen soll, dann können wir das mit einem Splice machen, das wir mit Argumenten B, B und A' aufrufen. Also wir wollen nur ein Element verschieben, deshalb haben wir hier den Bereich von B bis B, den wir eben ausschneiden wollen und einfügen wollen wir nach A'. Also können wir damit mit diesem Splice-Aufruf sehr einfach ein Element nach einem anderen Element einfügen. Also rausschneiden an der Stelle, wo es steht, das eine Element und hinter einem anderen Element einfügen. Okay, das ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen keine so ganz naheliegende Operation, die man ständig braucht, aber so ein Move to Front könnte zum Beispiel schon was Häufigeres sein. Wir wollen ein Element B, also ein Element, das eben durch so einen Zeiger auf ein Item gegeben ist, wollen wir an den Anfang der Liste bewegen. Und das können wir jetzt eben auch wieder mit dem Splice machen oder wir können direkt unsere Move-After-Funktion verwenden, die wir gerade definiert hatten. Und Move-to-Front wird einfach entsprechend an einem Move-After B-Head. Also B-Head war ja unser Dummy-Header und wenn wir jetzt unser Element eben direkt nach den Dummy-Header verschieben, dann ist es am Anfang unserer Liste angekommen. Also deshalb Move-to-Front lässt sich damit ausdrücken. Move-to-Back lässt sich auch mit Move-After ausdrücken. Move-to-Back ist dann eben Move-After B.Last. Ja, da müssen wir schauen. Ich glaube, ein Last hatten wir gar nicht definiert bisher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Doch, Last hatten wir genau. Last war das letzte Element in unserer Liste. Also Move-to-Back entspricht nach dem letzten Element wollen wir unser Element, da wollen wir unser Element hin verschieben und dort einfügen. Also solche Verschiebeoperationen gehen leicht mit Splice und genau andere Operationen wie zum Beispiel Löschen oder einfach Einfügen eines Elements lassen sich auch relativ gut ausführen. Das sehen wir gleich noch auf einer der nächsten Folien. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Einschub. Also was bei Listen auch häufig eine Rolle spielt, ist, wie gehen wir mit dem Speicher um? Also man muss im Normalfall mittels Speicherverwaltung, wenn man ein neues Listenelement anlegt, neuen Speicher allozieren oder neuen Speicher anfordern. Normalerweise ist es auch Heap-Speicher, also wenn Sie in C oder C++ programmieren, werden Sie da so einen malloc oder einen new-Aufruf drin haben. In Java werden Sie auch einen new-Aufruf haben, das heißt, da wird dann auch ein neuer Speicherblock wird dann hier angefordert, um so ein neues Listenelement ablegen zu können. Und nicht mehr verwendete Listenelemente werden dann eben wieder gelöscht und der Speicherbereich wieder freigegeben. In Java macht das typischerweise dann eben der Garbage Collector. Aber wenn man eben sehr viele solche Speicherbereichanforderungen und Speicherbereichfreigaben hat, dann kann das die gesamten Operationen doch relativ stark verlangsamen. Und eine Methode, die dann häufig gemacht wird, die auch schon vor sehr, sehr langer Zeit in Programmiersprachen wie Lisp zum Beispiel, also in diesen List-Processing-Programmiersprache verwendet wurde oder in anderen Programmiersprachen für symbolisches Rechnen, ist, dass man eigentlich diese Speicherverwaltung versucht, etwas spezieller anzupassen für Listen. Und das macht man so, dass man praktisch einmal am Start seines Programms sich Speicherplatz anlegt, der für Listenelemente verwendet werden kann.
Also Sie reservieren sich schon mal Speicherplatz für 1.000 oder 10.000, je nachdem, wie viel Sie in Ihrem Programm benötigen, solche Listenelemente und schreiben die in eine Liste rein, in die sogenannte Free-List. Und was kann der Vorteil sein von sowas? Das kann sein, dass Sie eben nicht mehr diese Betriebssystems-Funktionsaufrufe benötigen, um Speicherplatz anzufordern, die eben auch relativ langsam sein können, sondern Sie haben das einmal am Anfang schon gemacht, Ihren gesamten Speicherplatz reserviert und den eben abgelegt schon in einer Liste, die einfach als Pool Sie verwenden können, um daraus Elemente rauszunehmen und in Ihre wirklichen Listen, mit denen Sie arbeiten wollen, dann einzufügen. Okay, also ein Trick, der eben häufig verwendet wird im Zusammenhang mit Listen, ist, dass man so eine Free-List sich einmal anlegt zum Programmstart. Also die andere Möglichkeit ist, dass man einfach das eben sich ihrem System überlässt und eben die Standard-Speicheranforderungen verwendet. Das ist auch häufig genug anzutreffen, aber eben auch diese Variante mit so einer Freelist ist was Sie immer mal wieder sehen werden und was auch ein paar Vorteile hat, wie wir jetzt gleich sehen werden. Also wir haben einen großen Pool von Listenelementen, den wir bei uns zum Start anlegen, diese Freelist. Und dann im Normalfall so, dass man auch noch eine Prüffunktion hat, mit der man eben feststellen kann, ob man überhaupt noch Speicherplatz zur Verfügung hat, also ob diese Freelist leer ist. Und wenn man jetzt so eine Freelist hat, dann kann man damit auch weitere Operationen sehr einfach definieren. Also wenn wir jetzt ein Element aus einer gegebenen Liste löschen wollen, also hier Remove B, was können wir dann machen? Wir nehmen dieses Element raus und fügen es in eine andere Liste ein. Also jetzt gerade benötigen wir es nicht, also würden wir es einfach dann in unsere Free-List einfügen. Also das zu löschende Element brauchen wir nicht mehr, dann geht es in die Free-List. Und wie machen wir das? Das können wir dann auch wieder mit unseren von Splice abgeleiteten Operationen machen. Wir können einfach dann ein Move-After von dem Element B auf Free-List-Head machen. Also Free-List-Head wäre dann auch wieder der Dummy-Header in unserer Free-List. Und das heißt, wir würden das freigegebene oder freigewordene Element, das wir gelöscht haben, einfach an den Start von unserer freien Liste von Items dazufügen. Dann gibt es noch diese Varianten, die das Löschen von Elementen am Anfang und am Ende einer Liste übernehmen. Die werden häufig mit Pop-Front und Pop-Back bezeichnet. Also Pop-Front soll das erste Element in der Liste entfernen. Das wäre dann einfach ein Remove von First mit der Operation, die wir direkt drüber definiert hatten. Und ein Pop-Back wäre einfach ein Remove Last. Also Sie sehen schon, mithilfe von dieser Free-List und dieser Splice-Operation lassen sich auch diese Operationen, das Löschen, dann relativ gut einfügen, gut ausdrücken. Jetzt betrachten wir noch das Einfügen von Elementen. Und auch dazu wollen wir wieder die Free-List verwenden. Also wenn wir jetzt ein neues Element einfügen wollen, wo bekommen wir dann unser neues Element her? Aus der Free-List eben. Okay. Und die Operation, die wir zuerst definieren wollen, ist auch ähnlich wie davor, also ein Insert After. Also wir haben ein Element X. Also das ist noch kein Item, sondern einfach wirklich das Element, das wir speichern wollen. Und dann eine Position in der Liste A und hinter dieser Position A wollen wir unser Element eben neu anlegen, einfügen. Genau, und dann soll uns diese Funktion auch wieder einen Pointer praktisch zurückgeben und eine Referenz auf das soeben eingefügte Element. Das ist dann hier der Rückgabewert, diese Händel. Okay, also was macht dieses Insert After? Es prüft erstmal, ob die Freelist noch Elemente enthält, also Check Freelist. Das soll einfach sowas wie ein Assert zum Beispiel enthalten, das eben noch garantiert ist, dass freie Elemente vorhanden sind. Ansonsten würde es dann abbrechen an dieser Stelle. Dann, wenn die Liste Freelist nicht leer ist, dann nehmen wir das erste Element dafür raus, also den ersten Item in unserer Freelist und wissen, das können wir jetzt verwenden, dieses Element. Ja, und bewegen dann dieses Element A' nach das Element A, wo es ja eingefügt werden soll. Und durch das Move After wird es eben dann in unserer Liste eingefügt nach A und gleichzeitig auch aus der Freelist entfernt. Weil das Move ja eben auch diese Löschoperation mit enthält. Dann haben wir ein Element oder einen neuen Item am Anfang
nach dem Element A jetzt eingefügt. Der Wert, der gespeichert wird, stimmt natürlich noch nicht. Den müssen wir jetzt eben setzen. Das geht, indem wir hier mit dem A-Pfeil E, also in Java wäre das einfach der Punkt A-Punkt E, wäre das in so einer Sprache wie Java, wird auf X gesetzt, eben das Element, was wir abspeichern wollen, und dann geben wir das A, unser neues Item oder die Adresse von dem Item zurück. Okay, also einfügen auch relativ einfach. Wir nehmen uns einfach das erste Element aus der Freelist her und fügen das in unsere gegebene Liste, in unsere Liste ein. Gut, das gibt uns das Insert After, dann kann man noch entsprechend Insert Before definieren. Wenn wir eben vor einem Element B was einfügen wollen, dann gehen wir einfach bei der Einfügeposition eben auf das Vorgängerelement von B und verwenden Insert After. Genauso können wir auch dann Push Front und Pushback definieren, die Elemente am Anfang oder am Ende der Liste einfügen, indem sie eben diesen Head und Last Pointer verwenden, um einzufügen. Okay, dann ein paar weitere Operationen noch, um das zu vervollständigen. Was macht man, wenn man jetzt zwei Listen konkatenieren möchte? Also Sie haben eine Liste, die von A bis B geht, eine weitere Liste, die von C bis D geht. Und diese beiden Listen, die wollen Sie zusammensetzen zu einer Liste. Und das wäre so eine Concat-Operation. Ja, das sieht man jetzt nicht, also nicht so richtig. Mal sehen, ob ich das wieder rückgängig machen kann hier. Ja, also wir wollen an unsere bestehende Liste L eine andere Liste L' dranhängen. Und das können wir auch wieder mit unserer Splice-Operation machen, indem wir einfach, ja, was müssen wir dazu tun? Also Splice nimmt ja einen bestimmten Bereich her und fügt ihn irgendwo ein. Das heißt, wir nehmen hier als Bereich einfach die gesamte Liste L' und fügen die in unsere Liste L nach dem Last ein. Also am Ende unserer Liste fügen wir den Bereich ein und löschen den aus der anderen Liste raus. Also was Sie auch schon sehen ist, bei dieser Operation, ich frage Sie vielleicht mal kurz, ja, was könnte ein Problem sein bei dieser Funktion hier? Also wir konkatenieren hier die Liste A bis B mit der Liste C bis D mit Hilfe dieses Splice-Aufrufs und bekommen zwar das richtige Ergebnis, aber was ist mit unseren Eingabelisten? Also mit diesen Listen A, B und C, D. Also A, B ist relativ klar, das ist praktisch das Objekt, auf dem wir arbeiten. Wir modifizieren die Liste A, B, fügen das andere dort ein. Aber was eben mit dieser Operation dann passieren würde, ist, ja, genau. Also das Problem ist, man modifiziert diese Parameter L' dabei. Also das ist was man eben bei so einem, bei so einer Prozedur dann beachten muss. Und das wäre auch eine wichtige Sache, die man dann zum Beispiel in die Dokumentation mit aufnehmen müsste, dass dieses Concat eben destruktiv arbeitet und das Argument L' dabei zerstört wird. Also das ist was Sie auf jeden Fall dann in eine Dokumentation mit reinschreiben müssten dann. Okay, im blödsten Fall macht man einfach da vorne eine Kopie von der Liste und hat die dann eben trotzdem noch zur Verfügung, das L'. Dann ein Spezialfall davon wäre dieses Make Empty oder eine andere Variante. Die sich zum Beispiel so realisieren lässt, dass man einfach in die Freelist und das ankettet, das heißt, dann wird in der Freelist werden dann unsere bisherigen Listenelemente wieder reingestellt, stehen wir für zukünftige Operationen zur Verfügung und unsere aktuelle Liste wird auf die leere Liste zurückgesetzt. Okay, jetzt können wir uns überlegen, was waren die Komplexität dieser ganzen Operationen, also von dieser Concat, Make Empty, diesen ganzen anderen Operationen. Fangen wir vielleicht mal mit einer an, oder hier steht es ja schon dran, es geht in konstanter Zeit, aber dann vielleicht die Frage, warum geht es in konstanter Zeit oder was passiert denn hier, dass wir da konstante Zeit hinbekommen? Also eine konstante Zeit ist was Schönes natürlich, wir können mit beliebig langen Listen diese Operationen durchführen und die benötigen alle nicht
jetzt eine Komplexität, die irgendwie von unserer Listenlänge abhängt. Das ist ja schon mal eine tolle Sache, dass das alles in konstanter Zeit geht. Genau, wir haben keine Schleifen drin und letztendlich reduzieren wir alles immer auf die Splice-Operation. Splice-Operation war auch ohne Schleifen, das war einfach diese Sequenz mit 8 oder so Änderungen von Pointern. Das heißt, die Splice-Operation geht in konstanter Zeit und alle anderen Operationen, die wir betrachtet hatten, haben einfach nur Splice mit bestimmten Parametern aufgerufen oder indirekt über irgendwelche Hilfsfunktionen, die wir noch dazwischen definiert hatten, sodass wir letztendlich für alle Operationen, die wir jetzt gesehen haben, immer konstante Zeit nur benötigen. Und genau, das ist schon mal eine schöne Sache. Also das heißt, wir können, wenn wir von dieser Freelist zum Beispiel ausgehen und dieser Datenstruktur, können wir alle Operationen löschen, einfügen, konkatenieren in konstanter Zeit auf dieser Datenstruktur durchführen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Sieht jemand irgendwie, also das hört sich ja so toll an, dass man sich vielleicht die Frage stellt, brauche ich dann überhaupt noch irgendwas anderes als Listen oder kann ich nicht einfach alles dann mit diesen doppelt verketteten Listen erschlagen? Sieht jemand irgendwelche Nachteile von dieser Listendatenstruktur? Ja. Ja, genau, also Suche haben wir noch nicht betrachtet, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wäre eine Frage, wie man die Suche effizient durchführt. Das könnte so ein Showstopper sein, dass die Suche auf Listen eben sehr schlecht funktioniert. Aber wenn wir das jetzt mal ausblenden und uns nur die Operationen betrachten, die wir bis jetzt haben, dann gibt es auch noch einen Nachteil, der in der Praxis auch eine gewisse Rolle spielt, warum man Listen vielleicht nicht immer verwendet. Ja. Speicherbedarf, ja, kann hoch sein, wenn man eben die ganzen Pointer benötigt, um die einzelnen Elemente zu verwalten. Richtig, ja. Also das kann, wenn man mit vielen, ja, vielleicht auch relativ kurzen Listen zu tun hat, kann der Overhead einfach zu hoch sein, dass man das nicht haben möchte. Und ein anderer Grund kann auch sein Cache-Effizienz. Also das hängt davon ab, wie Sie Ihre Listenelemente ablegen, aber im Normalfall ist das so, wenn, also bei eingebauter Speicherverwaltung wissen Sie eben nicht, woher jetzt Ihr nächster Speicherblock kommt. Die können relativ weit auseinander liegen und dann haben Sie bei jedem Zugriff auf ein Next-Element unter Umständen einen Zugriff, der nicht über den Cache läuft, sondern wo Sie wieder aus dem Hauptspeicher das neu rausladen müssen. Und das kann das Ganze eben im Vergleich zu anderen Datenstrukturen abbremsen. Das kann, indem man so eine Freelist verwendet, auch wieder etwas besser sein. Wenn man einen ganz großen Speicherblock am Anfang einmal alloziert für die Freelist. Aber ja, auch da kann dann nach einer gewissen Zeit eine gewisse so Durchwürfelung stattfinden, dass man dann eben auch wieder Cache-Nachteile hat. Also so Nachteile von diesem doppelt verketteten Liste, Speicherbedarf, Cache-Effizienz und Suchoperation. Müssen wir uns noch überlegen, wie die aussieht. Das haben wir jetzt hier auch schon gleich auf der nächsten Folie. Also wie funktioniert das Suchen nach einem bestimmten Element innerhalb von einer Liste? Und was man da machen muss, man muss einfach die Liste durchgehen von vorne an und schauen, ob man dieses Element irgendwo findet. Also, wie geht man vor? Wir haben so ein Find Next. Also wir wollen, das Element könnte ja auch mehrfach vorkommen in der Liste, das erste Vorkommen des Elements X finden. Also X suchen wir ab dem Punkt From. Und was wir dann zurückgeben wollen, ist eben der Item, also der Zeiger praktisch auf dieses Element. Was machen wir? Genau, das ist hier noch ein kleiner Trick, den überspringe ich mal ganz kurz. Das ist he gleich x. Wir gehen einfach die Liste durch, solange wir es noch nicht gefunden haben, also solange from file e oder from.e in Java, also das Element, das in from gespeichert ist, ungleich x ist das, was wir suchen, gehen wir einfach aufs nächste Element und wiederholen die Schleife, solange bis wir das Element eben irgendwann mal gefunden haben. Oder auch nicht. Also wenn das Element in der Liste nicht vorkommt, dann können wir eben Pech haben und wir finden das Element nicht. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Wie prüfen wir, ob wir am Ende der Liste angekommen sind? Das können wir natürlich machen, indem wir einfach eben mit unserem Last zum Beispiel vergleichen oder ob wir wieder bei unserem Dummy-Header angekommen sind. Aber das würde bedeuten, dass wir in dieser Wahlschleife, außer dass wir einen Schritt weitergehen, in jedem Schritt auch prüfen müssen, ob wir jetzt am Ende der Liste angekommen sind.
Und das ist also hier doch ein gewisser Overhead, den man damit erreicht oder benötigt, wenn man praktisch zusätzlich zu diesem einen oder nur dem einen Befehl im Rumverfahren eine zweite IF-Abfrage noch benötigt. Und da gibt es jetzt mit diesem Dummy-Element auch wieder einen schönen Trick, wie man damit umgehen kann, dass, wenn das Element nicht in der Liste drin vorkommt, dass man sich diesen Vergleich sparen kann, ob man am Listenende angekommen ist. Und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Das Element, wir stellen einfach sicher, dass das Element auf jeden Fall gefunden wird. Dass es nicht vorkommen kann, dass das Element nicht in der Liste vorkommt. Und wie wir das machen, ist, dass, indem wir einfach unser gesuchtes Element in den Dummy-Header oder in das Dummy-Item reinschreiben. Also, bevor wir unsere Suche starten, stellen wir sicher, dass wir auf jeden Fall das Element finden. Wenn es nicht in der Liste drin ist, dann eben im Dummy-Header. Gut, also wie machen wir das? Wir schreiben erstmal in unseren Dummy-Header eben unser X rein, das Element, nach dem wir suchen. Und dann können wir die Schleife wirklich so einfach machen, dass wir einfach nur noch immer aufs nächste Element gehen und prüfen eben, ob wir das schon gefunden haben. Und das ist dann alles. Wir müssen nicht prüfen, ob wir am Ende der Liste angekommen sind in jedem Schritt. Okay. Also das ist jetzt natürlich noch ein ganz kleiner Trick hier noch dabei. Also was man noch machen müsste am Ende, wenn man jetzt also dieses wissen möchte, ob das Listenelement jetzt wirklich vorgekommen ist oder nicht. Also Find Next kann ja, wenn es nicht in der Liste vorgekommen ist, eben als Handle auch unseren Dummy-Header zurückgeben. Das heißt, wenn man jetzt wissen möchte, kam das jetzt wieder wirklich in der Liste vor oder nicht, müsste man noch einen Vergleich dazu machen am Ende, aber eben nicht in der Schleife, sondern nach der Schleife, ob dieser Handle, wo das gefunden wurde, jetzt eben dem Dummy-Element entspricht, dann war es nicht in der Liste vorhanden, ansonsten war es in der Liste vorhanden. Okay, also das ist eigentlich, sagen wir, vielleicht sogar der Hauptsinn von diesem Dummy-Header, warum man den eingefügt hat, damit man solche Operationen wie Suche effizienter gestalten kann. Das andere war auch, dass man eine leere Liste relativ einheitlich mit anderen Listen auch darstellen konnte und eben diesen zyklischen Abschluss gut machen konnten. Okay, und da gibt es auch eine Bezeichnung noch dafür. Also dieses Element, was wir da eingefügt haben, wird auch Sentinel genannt häufig oder wenn man es auf Deutsch noch bezeichnen möchte, Wächterelement. Und damit sparen wir uns eben diesen Test in jeder Schleifeniteration, ob wir am Ende der Liste angekommen sind. Man kann sich jetzt auch noch überlegen, genau, je mehr Funktionalität man dazu nimmt, also wenn wir zum Beispiel ohne die Suchoperation hatten wir alles in konstanter Zeit, mit Suchoperation benötigen wir jetzt, haben jetzt eine Operation, die eben in linearer Zeit läuft, also O von N war das ja, wenn wir eben diese Wildschleife hatten, die uns durch die Liste durchgeht. Und genau, man hat dann häufig, wenn man jetzt noch mehr Operationen dazu nimmt, die Frage, ob man seine Datenstruktur anpassen möchte für spezielle weitere Operationen oder ob man das nicht macht. Und das ist dann häufig so eine Abwägung zwischen Effizienz und Funktionalität oder Komplexität, die man dann hat. Also man könnte sich hier jetzt zum Beispiel überlegen, wenn man eine Operation Size zum Beispiel haben möchte, die einem angibt, wie viele Elemente sind in der Liste gespeichert. Wie wird man das bisher machen? Also bei der Datenstruktur, die wir jetzt gesehen haben, wie würden Sie das bestimmen, wie viele Elemente in der Liste enthalten sind? Sorry, genau, jetzt hatten wir da zwei, die in derselben Richtung gesessen sind, aber das reden Sie gerne weiter. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre dann aber auch eine O von N-Operation. Also das heißt, man muss dann, wenn man die Länge bestimmen möchte, auch eben ja, relativ viel oder zumindest linear Laufzeit mit in Kauf nehmen. Und das ist die Frage, ob man das möchte. Also eine Alternative wäre eben das, dass man sagt, ja, wir verändern unsere Datenstruktur und nehmen noch ein zusätzliches Feld Size mit auf. Dann wird die Datenstruktur etwas komplizierter, aber die Operationen, um die Größe zu bestimmen, lesen wir einfach das Feld Size aus, dann wissen wir es direkt und müssen nicht immer durchgehen. Denn das sieht erstmal schön aus, kann aber eben auch Nachteile haben, dass bestimmte andere Operationen dann nicht mehr so einfach möglich sind und man die oder dann hier in unserem Fall zum Beispiel nicht mehr in konstanter Zeit geben. Also diese Splice-Operation, wenn die jetzt nicht auf einer Liste, sondern zwischen zwei Listen ausgeführt wird, also so wie zum Beispiel der Free-List und einer Liste, auf der wir gerade arbeiten, das können wir dann nicht mehr in konstanter Zeit machen, sondern dann muss man da eben die Zeit wieder reinstecken, um die Größen neu berechnen zu können. Gut, also das heißt, wir haben immer so ein bisschen eine Abwägung, was nehmen wir dazu an Operationen,
Und was verschlechtert die Laufzeit vielleicht an einer Stelle, verbessert sie an einer anderen Stelle? Da hat man häufig eben wirklich dann diese Abwägungsfrage, was sich lohnt, dann noch dazu zu nehmen. Und also wie gesagt, wenn Sie eben eine bestehende Implementierung nehmen von einer Listendatenstruktur in Ihrer Programmiersprache oder so eine andere Containerdatenstruktur, schauen Sie immer mal wieder rein, was die Komplexität der Operationen ist. Also zum Beispiel kann es sein, dass eine Remove-Operation für ein Element auf einem Array oder auf der sonstigen Datenstruktur vielleicht eine Laufzeit hat, die eben O von N ist. Oder hier, wenn wir diese Basisimplementierung nehmen würden von Liste und dann Size auf einmal O von N haben, dann ist es was, womit Sie vielleicht nicht unbedingt gerechnet haben, als Sie diese Datenstruktur verwendet haben. Und es ist in vielen oder in guten Bibliotheken ist es eigentlich auch dokumentiert, was die Komplexität der verschiedenen Operationen ist. Also in C++ zum Beispiel in der Standard Template Library, die eben solche Containerklassen zur Verfügung stellt, ist es angegeben, was die Komplexität jeder einzelnen Operation ist. Okay, also und auch falls Sie selber mal in die Verlegenheit kommen sollten und so eine Bibliothek schreiben müssten, dann ist es auch eigentlich ja, zumindest guter Stil, wenn nicht sogar erforderlich, dass man auch die Komplexität der entsprechenden Operationen bestimmt und sich die und die eben mit dokumentiert. Okay, gut. Also das war die erste Datenstruktur, die wir uns angeschaut hatten, um solche Folgen oder Sequenzen abzuspeichern. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen Alternativen dazu anschauen. Eine relativ naheliegende ist eine Datenstruktur, die sich einfach verkettete Liste nennt und in der eben wir uns diese Rückrichtung für die Verbindungen zwischen den Items einfach gespart haben. Spart Speicherplatz. Sieht erstmal schön aus. Wir benötigen für die statt zwei Pointer in jedem Item auf einmal nur noch einen Pointer in jedem Item. Also wenig Speicherplatz. Die Frage ist, ob dadurch auch irgendwas verloren geht oder irgendwas komplexer wird. Ja, das ist der Fall. Also zum Beispiel ist Remove komplexer. Und genau, was man dann häufig macht, um eben von dieser Remove-Operation trotzdem noch eine gute Laufzeit zu bekommen, ist, dass man eine etwas andere Löschfunktion verwendet, zum Beispiel so eine Remove-After-Funktion, die dann aber nicht so ganz intuitiv eben wirkt, wo man eben nicht das aktuelle Element löscht, sondern das Element, das darauf folgt, löscht. Gut. Aber was Sie hier zum Beispiel auch sehen, hier oben, es wird hier auch wieder so ein Dummy-Element verwendet. Das hilft auch wieder als Sentinel bei der Suche, auch bei einer einfach verketteten Liste. Und ja, erfüllt eigentlich ansonsten wirklich ganz ähnliche Funktionen wie bei der doppelt verketteten. Gut, wir können uns jetzt auch überlegen, nachdem wir bei unserer doppelt verketteten Liste diese Invariante hatten, dass Previous Next gleich das Element selber ist und Next Previous genauso, ob wir hier was Ähnliches haben. Hier ist natürlich etwas schwieriger, weil wir nicht eben diese Previous-Funktion zur Verfügung haben. Und was wir machen können, ist, wir können dann einfach diese Datenstruktur hier als Graph betrachten und auf diesem Graph, also praktisch, ja genau, diese Items wären die Knoten im Graph und unsere Referenzen aufs nächste Element wären die Kanten. Also das wäre hier die Definition. Also unsere Kanten sind einfach, wenn wir von Item U zu Item U.next gehen, das wäre eine Kante. Und was wir dann als Invariante definieren könnten, wäre, dass für alle Items der in-degree gleich 1 ist, also dieser Graph eben immer genau eine eingehende Kante hat und es dann eben nicht vorkommen kann, dass wir irgendwie sagen wir, von hier hinten vielleicht nochmal zusätzlich so eine Kante hätten, die hier auch nochmal reingeht. Okay. Also, aber das ist, wenn man so eine Invariante haben möchte, wäre das eine Möglichkeit, wie man die erzeugen könnte. Gut, wir können uns jetzt auch wieder analog zu dem doppelt verketteten Fall wieder so eine Operation wie Splice überlegen, die eben einen Listenausschnitt rausnimmt und irgendwo anders einfügt. Wir haben das jetzt aber hier modifiziert, weil eben bei den einfach verketteten Listen man nicht auf das Vorgängerelement kommt, haben wir das hier so modifiziert, dass wir eben dieses A' hier verwenden, also der Vorgänger von dem Element, das wir als
das unser Startbereich ist und den wir rausnehmen wollen. Das wird hier angegeben. Also was wir hier haben, ist, wir wollen auch wieder den Bereich A bis B verschieben, eben hinter dieses T, wie bei der bisherigen Splice-Operation. Aber unsere Splice-Methode oder Prozedur hat jetzt etwas andere Eingaben. Und zwar nimmt die jetzt statt dem Startelement für den Bereich A den Vorgänger von dem Startelement, dieses A'. Und das ist eben erforderlich, wenn man bei dieser Datenstruktur nicht so einfach auf das Vorgängerelement kommt und wir eben das A' eben trotzdem benötigen, wie wir gleich sehen werden. Und deshalb ist hier eben dann gleich die Methode verändert, dass das A' dann hier immer angegeben werden muss. Dann ist das Splice aber auch relativ einfach. Also das lässt sich dann hier durch diese parallele Zuweisung beschreiben. Also jede Zeile ist eine Zuweisung hier. A'next wird zu B'next. Also A'next wird zu B'next. Das ist hier diese Kante, die wir zum Ausschneiden von dem Stück A, B benötigen. Dann haben wir als nächstes T'next wird A'next. Also hier hinter dem T wollen wir es ja einfügen. Also T'next wäre dann der Anfang von unserer Liste. Und als letztes haben wir noch B'next gleich T'next. Das wäre hier das Einfügen, eben das passend machen vom Ende unserer einzufügenden Liste, dass das auch passt. Okay, also Sie sehen, die Splice-Operation lässt sich hier auch definieren mit einer ein bisschen anderen Signatur, wenn wir eben das Previous nicht zur Verfügung haben. Das heißt, man muss dann hier unter Umständen, oder was man manchmal macht, wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Element A sucht und dann an dieser Stelle ausschneiden möchte, dass man dann einfach mit zwei Handles gleichzeitig arbeitet, die praktisch sich immer so mit Abstand 1 verfolgen. Also statt dass Sie jetzt einen Pointer haben, der bis zu Ihrem Listenelement A läuft, hätten Sie einen zweiten Pointer, der immer gerade 1 hinterherhinkt und beide Pointer laufen dann durch Ihre Liste durch. Und wenn Sie dann eben praktisch diese Splice-Operation wie bei Doppeltverkettenlisten mit A ausführen wollen, dann haben Sie diesen zweiten Pointer noch, der Ihnen auf das Vorgängerelement zeigt. Also das können Sie da zum Beispiel machen, um mit dieser veränderten Signatur und dem A' hier umgehen zu können. Okay, dann können wir uns noch ein paar andere Operationen jetzt anschauen auf einfach verketteten Listen. Wir haben Splice. Mit dem Splice lässt sich dann mit kleineren Anpassungen auch viel von dem, was wir für doppelt verkettete Listen hatten, jetzt auch für einfach verkettete Listen anwenden. Was etwas schwieriger geht, ist diese Operation Pushback. Und warum ist dieses Pushback hier schwieriger? Das ist hier schon grafisch angedeutet. Aber vielleicht kann es jemand kurz von Ihnen erläutern, warum diese Pushback-Operation hier nicht so einfach ist oder zumindest aufwendiger in der Rechenzeit ist. Also Pushback soll einfach ein neues Element am Ende der Liste einfügen. Und das Problem ist, wir haben hier erstmal jetzt keine Möglichkeit, direkt auf das letzte Listenelement zuzugreifen. Bei der doppelt verketteten Liste konnten wir von unserem Dummy-Header einfach einen Schritt zurückgehen, waren dann beim letzten Element. Diesen Pointer in der Rückwärtsrichtung haben wir jetzt nicht. Das heißt, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen die ganze Liste durchgehen bis zum Ende. Das letzte Element erstmal finden und da dann unsere Einfügeoperation durchführen. Das heißt, das wäre eine Operation, die eben wieder linear in der Länge der Liste ist, wo wir dieses Pushback ausführen wollen. Und das lässt sich, ja, aber das haben wir hier gar nicht drauf, aber lässt sich zum Beispiel umgehen, indem man noch zusätzlich einen Zeiger auf das letzte Listenelement abspeichert. Also man hat dann immer in seiner Datenstruktur noch so ein extra Last-Element, also wie das, was hier unten angedeutet ist. Hier wäre es zum Beispiel auch in diesem Dummy-Header mit abgespeichert, dass uns ein Zeiger angibt auf das letzte Listenelement. Und damit lassen sich dann auch Operationen wie Pushback in konstanter Zeit dann durchführen. Okay, also einfach verkettete Listen sind ein bisschen trickreicher, wenn man eben einem die Möglichkeit fällt, wieder rückwärts zu gehen. Sie können nicht in beide Richtungen über Ihre Liste laufen. Manche Operationen kriegen dadurch so ein bisschen eine ungewöhnliche Signatur oder Sie müssen eben mit zwei Pointern unter Umständen gleichzeitig durchlaufen, um eine gewünschte Operation zu erreichen. Aber positiv, Speicherplatz wird gespart. Okay. Damit sind wir am Ende von dieser Datenstruktur Listen angekommen.
So viel ich Ihnen da zeigen wollte. Dann schauen wir uns noch mal kurz in der Zusammenfassung uns an, was haben wir an wichtigen Dingen festgestellt. Wir haben bei diesen verketteten Listen immer Items, also ein Element, das wir ablegen wollen, wird in einen Item gepackt, der zusätzlich noch diese Pointer enthält, also diese Zeiger, die eben zu einem Item, in einem Item mit enthalten sind und die ermöglichen eben diese Listen-Datenstruktur, die eben der Vorgänger, Nachfolger definiert sind, aufzubauen. Und generell ist es so, dass diese Datenstruktur natürlich auch viel flexibler noch eingesetzt werden kann. Also Sie können diese Elemente oder die Items hernehmen und die auf andere Arten auch verknüpfen, zum Beispiel auch zu Bäumen oder zu Prioritätslisten oder zu noch komplexeren Dingen, indem Sie einfach, Sie können sich auch überlegen, wenn Sie jetzt ein zweidimensionales Array ablegen wollen, dass Sie dann eben so eine Art Gitterstruktur aufbauen und eben die Pointer nicht nur in einer Richtung haben, also nicht nur in dieser Richtung, sondern auch in dieser Richtung ihre Elemente mit Pointer verbinden. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von weitergehenden Datenstrukturen, die Sie auf dieser Listenidee Item plus Zeiger aufbauen können. Dann hat man so Datenstruktur-Invarianten, die einem helfen, über diese Datenstrukturen zu reden, die auch in der Praxis manchmal ganz sinnvoll sind, also wenn Sie eine komplexe Datenstruktur, wie gesagt, selber entwickeln und die nicht ganz funktioniert oder Sie mit sich die Debugging-Zeit sparen wollen, können Sie sich auch solche Invarianten überlegen. Dann hat man hier als eine Idee dieses Dummy-Element oder den Sentinel, der uns hilft, eben die Suche schneller durchzuführen, indem wir eben garantieren, dass die Suche immer erfolgreich ist, indem wir das gesuchte Element schon reinschreiben. Und genau dann eben diese Abwägungen, die man zu treffen hat, ob man, ja, oder erstmal, also Sonderfälle werden vermieden durch dieses Dummy-Element, aber generell haben Sie dann eben die Frage, wie bei Size zum Beispiel, welche Operationen wollen Sie dazu nehmen, welche Daten wollen Sie vielleicht noch dazu ablegen, um bestimmte Laufzeitgarantien abgeben zu können. Gut. Listen, soweit ab. Ist alles, was ich Ihnen dazu sagen wollte. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Datenstruktur, die vielleicht noch häufiger verwendet wird als Listen. Und zwar sind das die Arrays. Die haben Sie bestimmt alle auch schon verwendet. Die werden im Deutschen auch als Felder bezeichnet. Und was erlauben die? Die Arrays erlauben uns, auf ein Listenelement oder auf ein Element unserer Sequenz mit einem Index zuzugreifen. Also, wenn wir so eine Sequenz haben, A0 bis AN-1, können wir da in dieser Sequenz mit einem Index auf das IT-Element zugreifen. Und was typisch für diese Felder ist, ist, dass dieser Zugriff in konstanter Zeit möglich ist. Gut, und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Einmal, mit denen man in der Praxis oder auch, und auch jetzt hier in der Algorithmentechnik sich beschäftigen möchte. Einerseits die beschränkten Felder, wo die Größe eigentlich fix ist und einmal eingestellt so bleibt. Und es gibt die unbeschränkten Felder, die eben solche Arrays beschreiben, die beliebig wachsen können, wenn Sie und in dem Sinne noch weitere Elemente hinzufügen können. Also diese beschränkten Felder, da ist die Größe im Voraus schon bekannt. Sie würden halt eben dann mit so einer Konstante zum Beispiel angeben, wie groß Ihr Array sein soll. Soll Speicherplatz für 256 Elemente enthalten. Bei unbeschränkten Arrays, das sind dann häufig in Programmiersprachen schon wieder Dinge, die nicht als primitive Datentypen direkt zur Verfügung gestellt werden, sondern wo man eine spezielle Klasse oder Container-Datentyp dafür benötigt, sind diese unbeschränkten Arrays. Das wäre in C++ zum Beispiel der Vektor-Datentyp oder in Java eben entsprechende Dinge. Und was gibt's da, was ist das Typische eben bei diesen unbeschränkten Arrays? Wir können diese Folgen beliebig lang wachsen lassen. Also wir können mit Pushback Elemente am Ende unserer Folge einfügen, hier zum Beispiel dieses E, und wir können mit Popback auch wieder Elemente rausnehmen, hier zum Beispiel das EN, und die Größe auch bestimmen. Okay, also
zwei Dinge, beschränkte und unbeschränkte Felder. Und das wird man gleich sehen, dass die sich ein bisschen unterscheiden, wie man damit arbeitet. Und wir wollen mit diesen unbeschränkten Feldern erstmal beginnen. Also die mit konstanter Größe sind nicht ganz so interessant, aber da kommen wir nachher noch zu einem Spezialfall. Aber erstmal deshalb die unbeschränkten Felder. Wann verwendet man die? Man weiß nicht, wie groß so ein Feld werden kann. Also sie haben einfach, ähnlich wie bei einer Liste, die verwenden sie auch häufig dann, wenn sie nicht wissen, wie viele Elemente wollen sie gerne ablegen, was kommt noch dazu. Dann können sie diese unbeschränkten Felder verwenden. Beispiele wären, wenn Sie eine Datei einlesen und die zeilenweise speichern wollen, wissen Sie am Anfang noch nicht, wie viele Zeilen enthalten sind. Da müssen Sie dann dynamisch darauf reagieren können. Oder andere Datenstrukturen, wo Sie eben auch im Voraus nicht wissen, wie groß die werden können. Also Stacks, Queues, eine ganze Reihe von anderen Dingen. Aber das ist einfach auch in der Praxis häufig so, dass Sie eben im Voraus das nicht angeben können. Wie wird das jetzt realisiert? Eigentlich genauso wie Arrays feste Größe. Bei Arrays feste Größe wird eben ein Speicherblock reserviert, der diese Anzahl von Elementen aufnehmen kann. Also wir hatten auf der vorherigen Folie zum Beispiel 256 Zeichen. Sie würden einen Speicherblock reservieren, der diese 256 Zeichen aufnehmen kann. Und in diesem Speicherblock können Sie eben über die Adresse die Elemente direkt adressieren. Also den Index verwenden. Das ist genau, unterscheidet sich von der Liste, wo Sie bei der Liste eben, um zu einem bestimmten Element zu kommen, immer über diese Next-Pointer gehen müssen. Bei einem Array haben Sie, wissen Sie, wo das startet in Ihrem Hauptspeicher und können dann ausrechnen, wie groß eben der Offset in Ihrem Speicher ist, bis Sie bei dem Eaton-Element angekommen sind. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn wir hier Speicher fester Größe allozieren, aber nicht wissen, wie groß unser Array ist. Jetzt ist mal die Frage, wie viel Speicher reservieren wir denn am Anfang? Und was machen wir, wenn der Speicher ausgeht? Also wenn wir jetzt vielleicht Speicher für 100 Elemente angefordert haben oder für unser Array verwenden wollen, aber es kommt ein 101. dazu, müssen wir irgendwie drauf reagieren. Also das heißt, die Größe von diesem Speicherbereich kann sich ändern. Und was wir brauchen ist, dass wir auch wieder ähnlich mit dieser Freedis eine Art von Speicherverwaltung benötigen, um eben, wenn der Speicherplatz, der aktuell vorgesehen ist für ein Feld, nicht mehr ausreicht, um dann neuen Speicherplatz anfordern zu können. Also, wir müssen erstmal irgendwie Speicherplatz reservieren oder anmelden können. Dazu wollen wir uns im Folgenden eine Funktion einfach verwenden, die Allocate heißt, und Allocate fordert eben Speicherplatz, mal beim Betriebssystem an, um n Elemente, also da geben wir hier bei dem Allocate auch die Größe an und welche Art oder welcher Typ von Element eben an jeder Stelle gespeichert werden soll. Und da wird man eben einfach n Elemente anfordern können und mit Dispose können wir den Speicherplatz wieder freigeben. Also damit machen wir explizit eben das Anfordern von Speicherplatz freigeben, was wir benötigen, wenn die Größe von einem Array sich ändert. Okay, also was ist jetzt die Idee, wenn der Speicherplatz ausgeht? Wir haben, sagen wir, die beiden Operationen, die am Ende ein Element anhängen können an unser Array oder am Ende ein Element löschen können, Ende ein Element zufügen mit Pushback, Ende des Arrays ein Element löschen mit Popback. Was passiert bei Pushback, wenn wir ein Element am Ende anlegen wollen? Wir setzen das Element einfach an die letzte Stelle des Arrays, erhöhen die Größe um 1. Und was jetzt eben passieren kann, ist, dass der Speicherplatz nicht ausreicht. Also wir feststellen, das Array ist jetzt sagen wir, gefüllt und wird kein weiteres Element mehr reinpassen. Und was man dann macht, ist, man fordert einfach mit dieser Allocate-Methode neuen Speicher an, kopiert das ganze Array um in den neuen Speicher und hat damit einen größeren Speicherblock, in dem man weitere Elemente unterbringen kann. Und es kann jetzt natürlich passieren, dass wenn Sie jetzt immer wieder mehr Elemente noch dazufügen, dass Sie immer wieder umkopieren müssen und immer wieder größere Speicherblöcke anfordern müssen. Und sagen wir, das Lästigste vielleicht dabei ist eben, dass diese bisherigen Elemente umkopiert werden müssen. Also
diese erste Operation Element anhängen, sei es erhöhen, die geht relativ schnell, da haben Sie keine Probleme damit, aber wenn Sie ein Array, wenn der Speicherplatz ausgeht und Sie das Array umgruppieren müssen, dann ist das auf einmal mit relativ hohem Rechenaufwand verbunden. Also man muss eben wirklich, hat eine Operation, die O von N auch wieder in der Größe des aktuellen Arrays eben ist, eine lineare Laufzeit, die Sie benötigen, um dieses Umkopieren zu erledigen. Andererseits kann es auch passieren, dass wenn Sie eben anfangen, viele Elemente einfügen, dann wieder einen Großteil davon löschen, dass Sie dann einen sehr großen Speicherbereich angefordert haben, den Sie aber vielleicht später gar nicht mehr benötigen. Also die Frage nach dem passenden Platzverbrauch ergibt sich dann auch. Also soll der Platzverbrauch sich irgendwann auch mal wieder verkleinern? Wollen Sie das vielleicht? Also es wäre eine Entwurfsentscheidung hier, die man zu treffen hat bei dem Algorithmus. Möchte man, wenn wir jetzt wenig Elemente in unserem Array drin haben oder viele Elemente rausgelöscht, wollen wir dann irgendwann auch wieder Speicherplatz freigeben und auf ein kleineres Array zurückwechseln? Und also das bei größerem Array neuen Speicherplatz anfordern, muss man auf jeden Fall machen. Da stellt sich vielleicht dann nur die Frage nach der Strategie. Also um wie viel soll ich den Speicherplatz dann vergrößern? Soll ich einfach ein Element immer dazufügen? Soll ich gleich für eine konstante Anzahl von Elementen Platz dazufügen? Soll ich ihn verdoppeln, verdreifachen oder was auch immer machen? Und die zweite Frage eben, wann geben wir Speicherplatz wieder frei? Und was wir auch sehen, wenn wir einfach n Pushback-Operationen hintereinander haben, die sagen wir jetzt immer genau um 1 nur unsere Größe oder unseren Speicherplatz vergrößern würden, dann hätte man eine Laufzeit insgesamt, die sogar quadratisch wäre. Also das wollen wir unter Umständen vermeiden. Also das heißt, die Strategie, wenn unser Speicherplatz ausgeht, dass wir einfach immer nur einen Speicherplatz für ein weiteres Element anfordern, ist vielleicht dann nicht so gut, wenn wir da eben unter Umständen in so eine quadratische Laufzeit reinkommen. Und die Frage ist, ob das irgendwie besser geht. Und klar geht es besser, aber es ist dann auch wieder ein Kompromiss. Also man muss eben abwägen, entweder habe ich genau den Speicher nur verwendet, den ich benötige, aber eben mit schlechter Laufzeit, oder ich lasse zu, dass ich den Speicherplatz nicht optimal nutze, bin aber dafür in der Laufzeit besser. Und das ist eigentlich das, was man im Normalfall macht. Also man lässt im Normalfall zu, dass Speicher auch ungenutzt sein darf, aber hat dafür eine bessere Laufzeit der Algorithmen. Also schauen wir uns mal an, wie dann so eine unbeschränkte Felddatenstruktur aussehen kann. Also die haben wir jetzt hier U-Array genannt, also U eben für unbeschränkt oder unbounded. Dann haben wir hier zwei Größen. Einmal die Größe N, wie viele Elemente wir gerade gespeichert haben in unserem Array, und W, die Anzahl der Elemente, für die wir Speicherplatz angefordert haben. Also W-Elemente alloziert, N-Elemente sind vorhanden. Und jetzt wollen wir sicherstellen, dass sich die Anzahl der aktuell vorhandenen Elemente und der allozierten Elemente in einem bestimmten Verhältnis zueinander befinden. Also dass es nicht sein kann, dass zu wenig freie Elemente noch vorhanden sind oder auch zu viele freie Elemente in dem Array. Und wie wir das machen, ist, dass wir, und wie das auch häufig in der Praxis gemacht wird, dass man sagt, die Anzahl der allozierten Elemente, die muss natürlich auf jeden Fall größer sein als die Anzahl der Elemente, die wir aktuell speichern, aber sie soll nicht zu groß sein. Also wir möchten nicht, dass zu viel Speicher ungenutzt ist. Das heißt, wir würden dann auch noch so eine obere Schranke noch festlegen und sagen, also der Speicherplatz, der nicht genutzt ist, soll praktisch einen Faktor Alpha höchstens von unserem N abweichen. Also die Größe die Anzahl der angeforderten Elemente soll zwischen N und Alpha N sich befinden. Und man kann zum Beispiel als Alpha eine Möglichkeit, die man wählen kann, wäre, dass man sagt 4. Also es soll nie mehr als 4-mal so viel Speicherplatz verwendet werden, als das, was man wirklich benötigt. Also wenn ich 10 Elemente in meinem Array gerade gespeichert habe, dann, und das Array hat aktuell eine Größe von 40, dann würde ich sagen, jetzt verkleinere ich das mal wieder und gebe Speicherplatz frei.
Okay, also das ist die Invariante, die wir einhalten wollen und dann noch den Spezialfall, wenn das Array leer ist, dass dann unsere Größe kleiner als 2 sein soll. Gut, also das ist Invariante und unsere Angaben zu Größe und Speicherbedarf. Und dann speichern wir in unserer Datenstruktur natürlich auch noch müssen wir die Daten selber noch speichern. Das ist dann eben dieses Array der Größe W, also die Indizes gehen von 0 bis W minus 1 und die sind eben in einem zusammenhängenden Speicherstück abgelegt. Und dann haben wir diese Operation, die eben das IT-Element uns zurückliefert, die mit diesen eckigen Klammern eben in Marfa geschrieben wird. Die assertet erstmal, also stellt sicher, dass der Index zulässig ist, also dass das Element auch wirklich vorhanden ist. N war ja die Anzahl der Elemente, die wir gespeichert haben, und liefert dann das Element BI zurück, also in unserem Basis-Array das IT-Element, was wir in diesem zusammenhängenden Speicherblock eben einfach mit einer Adressberechnung rausfinden können, wo das sich befindet. Gut, also hier oben haben wir, wie die Daten abgelegt sind, hier diesen Operator, der uns das IT-Element zurückliefert. Die Anzahl der Elemente, die gespeichert sind, ist natürlich auch relativ einfach zu erhalten. Die speichern wir direkt in unsere Variable n ab. Was jetzt spannend ist, ist, was passiert, wenn wir diese Pushback- und Popback-Methoden uns anschauen. Also da müssen wir jetzt sicherstellen, dass diese Datenstruktur-Invariante erfüllt ist, dass eben wirklich immer der Speicherplatz genügend vorhanden ist und aber auch nicht zu viel verschwendet wird. Okay, also schauen wir uns an, was macht diese Pushback-Methode hier? Die Pushback-Methode, die soll ein Element am Ende einfügen. Und was muss die machen? Erstmal prüfen, ob noch Speicherplatz vorhanden ist. Also wenn n gleich w, dann ist kein Speicherplatz mehr vorhanden. Dann wird ein vergrößerter Speicherplatz angefordert mit diesem Reallocate. Und hier ist die Strategie, dass wir, wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, einfach die Array-Größe verdoppeln. Also wenn wir n Elemente aktuell drin enthalten haben, würden wir einfach den Speicher verdoppeln und hätten dann Speicherplatz für 2 n-Elemente zur Verfügung. Okay, also das ist was, was wir nur machen müssen, wenn unser Array eben nicht mehr groß oder keine weiteren Elemente mehr aufnehmen kann. Was wir in jedem Fall machen, ist, dass wir eben das Element abspeichern an Index n und unser n, die Anzahl der gespeicherten Elemente, um 1 erhöhen. Okay, also Pushback, das untere ist das, was man erwarten würde, und das obere sorgt eben dafür, dass wir genug Speicherplatz immer zur Verfügung haben. Dann schauen wir uns mal an, was macht denn diese Reallocate-Funktion? Reallocate soll, wie gesagt, eben Speicherplatz anfordern für ein größeres Array der Größe W', also indem wir W'-Elemente ablegen können. Also was machen wir? Wir setzen erstmal hier die Anzahl der Elemente, die wir jetzt dann in Zukunft speichern können, auf den neuen Wert W', also W wird zu W'. Dann allozieren wir ein neues Array, eben jetzt mit dieser größeren Anzahl von Elementen. Und dann müssen wir unser Array noch umkopieren von der alten Datenstruktur in die neue. Also unsere Elemente werden von B nach B' kopiert. Das ist auch das, was jetzt O von N Laufzeit eben benötigt. Also hier haben wir O von N enthalten dann. Dann geben wir den Speicherplatz bisher, den bisherigen, in B wieder frei und setzen unser Array auf das neue B'. Okay, also so ein bisschen so Bookkeeping und Umkopieren des Arrays. Und Umkopieren des Arrays ist eben das, was aufwendig ist. Und wir sehen jetzt auch schon, also hier unten können wir sagen, ja, diese Reallocate-Methode oder Reallocate-Prozedur, die hat eine Laufzeit von O von N. Wenn wir uns das Pushback anschauen, was ist denn hier die Laufzeit dann? Also auch O von N. Weil ja im blödsten Fall ruft sie eben diese Reallocate auf, die eben diesen Schritt hier macht. Also wird man daraus schließen, dass das Pushback auch eine Laufzeit von O von N hat. Aber das ist jetzt, sagen wir, schlechter als das, was man eigentlich haben möchte. Und wie wir auch nachher feststellen werden, ist es so, dass das nicht ganz die Laufzeit ist, die man wirklich benötigt. Und dazu sehen wir auch gleich noch eine Technik, wie man das beweisen kann. Also, aber was wir hier schon mal vielleicht feststellen können, ist das, wenn wir jetzt ein Element mit Pushback dazugefügt haben,
dann wird der nächste Reallocation-Schritt, der eben die viel Laufzeit benötigt, wird dann nicht sofort wieder auftreten, sondern der wird dann erst nach einer gewissen Anzahl von weiteren Pushback-Operationen wieder auftreten. Und das heißt, wir haben eigentlich oder zwischen diesen Aufrufen, die viel Zeit benötigen und die Allocate machen müssen, oder Reallocate machen müssen, haben wir immer wieder auch eine Anzahl von Aufrufen, die schnell gehen, die eben kein Reallocate verwenden müssen. Also ohne Reallocate hätten wir hier eine Laufzeit von O von 1, eine konstante Laufzeit, und nur wenn das Reallocate aufgerufen wird, haben wir eine Laufzeit von O von N. Und das heißt, in der Analyse, die wir auch demnächst machen, versuchen wir irgendwie die beiden Fälle, die hier eintreten können, O von N-Komplexität oder O von 1-Komplexität und wie häufig die auftreten, irgendwie in Beziehung zu setzen. Okay. Dann aber noch kurz zur Popback-Methode, die das letzte Element löscht. Was macht die? Die setzt eben das N1 runter. Damit ist das letzte Element erstmal aus dem Array gelöscht. Und was wir dann noch machen wollen, ist, wenn eben jetzt zu viel freier Speicherplatz entsteht, wollen wir den verkleinern. Und dazu haben wir eben hier die Bedingung, wenn diese Größe eben oder der verschwindende Speicherplatz über unserem Alpha N liegt, dann wollen wir den Speicherplatz verkleinern. Und Alpha haben wir gesagt hier 4, also wir wollen nicht mehr als 4-mal den wirklich benötigten Speicherplatz verwenden. Und was wir dann machen, ist eben, wir gehen dann von 4n auf 2n runter, also halbieren auch wieder den Speicherplatz von unserem Array, wenn das zu groß wird. Okay. Jetzt hatte ich schon angedeutet, wir haben bei dem Pushback den Fall, dass wir, oder auch bei dem Popback, dass wir Reallocate-Schritte ausführen. Und diese Reallocate-Schritte sind eben teuer im Vergleich zu den Fällen, wo wir den nicht benötigen. Und um das analysieren zu können, gibt es eine Technik, die sich amortisierte Analyse nennt oder amortisierte Komplexität. Und das wollen wir uns jetzt noch an diesem Beispiel heute in den letzten 5 Minuten anschauen, was es damit auf sich hat und wie man damit eine amortisierte Laufzeit angeben kann. Also was man hat, ist jetzt im Vergleich zu dem bisherigen, dass bei so einer amortisierten Komplexität man sich nicht nur eine Operation anschaut, sondern eine ganze Sequenz von Operationen. Also wir hätten jetzt hier eben nicht einen Aufruf von Pushback, sondern wir schauen uns an eine Sequenz von Pushback und eventuell auch Popback aufrufen. Also, und man kann auch sagen, dass wir fangen jetzt in der Betrachtung erstmal an, dass wir ein anfangs leeres Feld haben, dann eben diese Sequenz, die uns Elemente dazufügen oder löschen kann am Ende. Und wir betrachten die Zeit, die wir benötigen, um diese Sequenz auszuführen. Also, wir haben M-Operationen, Pushback- oder Popback-Operationen, und wir wollen uns anschauen, wie viel benötigen die insgesamt. Also, wenn wir eben, wir haben praktisch zwischendrin immer diese Schwankungen. Wir haben einzelne Operationen, die lang brauchen, andere, die kurz dauern, und wir wollen praktisch so einen Durchschnittswert irgendwie rausbekommen. Oder was passiert denn so eben im Durchschnitt oder eben amortisiert, wie das hier genannt wird. Und was wir dann feststellen, ist, dass dieses Pushback und Popback, dass die amortisiert konstante Ausführungszeit haben. Also wenn man sich solche Sequenzen anschaut von Operationsfolgen, Pushback, Popback, dann haben die im Schnitt eben nicht diese O von N Laufzeit oder diese Worst Case Laufzeit O von N wie von einer Operation, sondern haben eben im Schnitt dann eine konstante Laufzeit. Also was haben wir? Wir haben hier die Gesamtzeit ist konstant die Gesamtzeit, wenn wir uns die jetzt ausrechnen oder bestimmen, wie wir es gleich machen werden, stellen wir fest, die ist eben konstante mal Anzahl der Operationen. Dann haben wir insgesamt M Operationen, die wir durchführen in unserer Sequenz oder die wir betrachten und kommen dann eben auf eine konstante amortisierte Worst-Case-Laufzeit. Okay. Und was müssen wir dazu machen? Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die teuren Varianten von unserem Algorithmus oder die teuren Ausführungen nicht zu häufig auftreten. Also diejenigen, die schnell gehen, die müssen häufig auftreten und die teuren, die dürfen nicht so oft auftreten. Und also wenn wir es jetzt hier vergleichen, wir haben eben einmal die eine Variante, die konstante Laufzeit benötigt, die andere, die lineare Laufzeit benötigt. Und um jetzt eine so eine lineare Laufzeit auszugleichen, brauchen wir mindestens
lineare Anzahl viel andere Operationen, die schnell arbeiten. Also das heißt, wir brauchen für einen O von N langsamen Aufruf mindestens N schnelle Aufrufe, um das ausgleichen zu können und insgesamt zu einer konstanten Laufzeit wieder kommen zu können. Und um sich das um das ein bisschen näher zu betrachten, gibt es eine Methode, diese sogenannte Account-Methode, mit der man das analysieren kann oder die amortisierte Laufzeit bestimmen kann. Und das sieht so ein bisschen aus wie bei einem Konto, dass man eben bei den billigen Operationen immer was einzahlt und bei den teuren Operationen hebt man was ab. Und jetzt muss eben sichergestellt sein, dass eben genug billige Operationen, also Einzahloperationen stattgefunden haben, sodass das Konto nicht ins Leere läuft oder in die Negativen geht. Das heißt, wenn wir zu oft die teure Funktion hätten, diese Reallocate-Funktion hier, die eben von dem Konto abhebt, dann können wir keine Laufzeitgarantie abgeben. Wenn es so ist, dass wir häufig genug andere billige Operationen haben, dann reicht es. Dann ist es gut und reicht uns, um eine amortisierte konstante Laufzeit zu zeigen. Deshalb nehmen wir jetzt hier an, dass wir bei dem Pushback einfach praktisch zwei, nennen wir Token einzahlen auf unser Konto, bei dem Popback 1. Warum, das sehen wir nachher, warum wir da 1 und 2 nehmen. Wichtig ist einfach, dass es eine konstante Anzahl ist. Und bei der Reallocate-Methode tun wir linear viele Tokens wieder abheben, also N-Tokens abheben. Dann müsst ihr euch aber dachten, also wenn wir ein Reallocate auf 2N machen, wollen wir N-Tokens abheben. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass keine Überziehung von dem Konto auftritt. Das heißt, dass die Reallocate-Aufrufe so selten sind, dass sie eben nicht dazu führen, dass zu viel abgehoben wird. Wenn wir den ersten Aufruf von Reallocate uns anschauen, dann passt es natürlich. Da haben wir den Fall N gleich 2. Das heißt, wir haben zweimal Pushback oder mindestens zwei Pushbacks und können dann bei dem Reallocate, das heißt, wir haben mindestens 4 solche Tokens auf dem Konto und das reicht dann natürlich aus für den ersten Schritt hier. Dann schauen wir uns mal auf, was passiert jetzt, wenn wir bei größeren Arrays eine Reallokation durchführen. Einerseits, was passiert bei der Vergrößerung des Arrays und andererseits, was passiert, wenn wir das Array wieder verkleinern. Also wenn wir es vergrößern, wenn wir zu viel einfügen möchten, ist es so, dass wir eine Reallocate-Methode, eine Reallocate-Aufruf durchgeführt haben auf die Größe 2n. Und jetzt betrachten wir, wann ist denn der nächste Schritt, wenn wir jetzt wieder eine Reallocate-Aufruf hätten, im schlechtesten Fall. Und der schlechteste Fall tritt dann ein, wenn wir einfach jetzt immer wieder weitere Pushback-Methoden haben, also wenn wir Pushback, Popback gemischt haben, dann können wir noch mehr Operationen durchführen, bis wir die Grenze erreicht haben. Im schlimmsten Fall führen wir einfach nur immer weitere Pushback-Operationen durch. Und das ist so, dass wir nach N Pushback-Operationen eben den Speicherplatz hier aufgebraucht haben und wieder ein Reallocate benötigen. Aber diese N Pushback-Operationen sind eben genug, um das Reallocate auszugleichen. Und genauso ist es in der anderen Richtung, wenn wir den Speicherplatz verkleinern. Auch da reicht das aus, wenn wir uns den schlechtesten Fall betrachten, dass man diese Reallocate-Methoden nicht zu oft aufruft. Gut. Dann den Abschluss zu die Verallgemeinerung zur amortisierten Analyse, den schauen wir uns dann nächste Woche am Montag an und machen hier Schluss für heute dann. Dankeschön.